Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's meine Roomtour. Viele von euch haben sich das gewünscht, dass ich mal mein Zimmer zeige. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ihr das sehen wollt, beziehungsweise wenn es euch so doll interessiert, wie mein Zimmer so aussieht, weil ihr seht ja immer nur diesen Hintergrund und seht halt nicht, was sonst so in meinen beiden Zimmern sind, außer bei Snapchat manchmal, da könnt ihr das sehen. Würde ich sagen, rede ich nicht zu viel und wir fangen jetzt an und ich zeige euch meine Zimmer. So, das sieht man, wenn man in mein Zimmer reinkommt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal sozusagen rein gemeinsam. So, also, zur linken Seite seht ihr hier mein Schulregal, wie auch immer man das nennen will. Und da habe ich halt Schulsachen drin, wie zum Beispiel Kleber, irgendwelche DVDs oder ein Taschenrechner und so weiter. Nicht gerade interessant. Und hier oben ist Druckerpapier und da unten sind einfach nur meine Bücher für die Schule. Und ja, das ist mein Schreibtisch. Das ist mein Schreibstuhl. Ich habe zwei hier, wie ihr sehen könnt. Hier habe ich was zu trinken hingestellt, weil ich ein bisschen mehr trinken muss und so. Das ist mein Drucker. Das ist der Laptop von meinem Papa, aber den kann ich immer benutzen, um meine Videos zu schneiden, weil mein anderer nicht so wirklich funktioniert. Ja, hier oben seht ihr meine Pinnwand. Wer mir auf Snapchat folgt, weiß, dass ich mein Zimmer ein bisschen umdekoriert habe. Ein bisschen, ja, geordneter, würde ich mal sagen. Das ist einfach nur mein Schreibtisch. Ecke, beziehungsweise hier für Schere, Lineal, Füller, beziehungsweise Stift überhaupt. Und hier sind einfach nur so ein paar Blätter, zwei Locher und Patronen und mein tolles Glas und ein kleines Buch, wo ich Ideen für YouTube aufschreibe oder überhaupt für irgendwas für Schule. Hier unten drunter, das ist nicht so interessant, da sind einfach nur Deutschblöcke, Federtaschen und auch noch ganz viele Stifte. Kommen wir jetzt zu dieser Ecke. Und zwar seht ihr hier mein Wellenspiegel. Hier ist mein Fernseher. Ihr seht mich. Hier ist mein Fernseher mit dem passenden Fernseherregal. Mit Receiver, DVD-Player, einer Wii. Da sind ganz viele DVDs, wie zum Beispiel auch Serien wie vom Big Bang Theory oder Castle. Hier einfach nur ein paar Filme, normale. Da sind Spiele drin von der Wii. Und hier unten sind CDs. Das hier ist meine Wand, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir die selber natürlich ausgesucht, weil ich liebe Musik und das passt gut, weil ich auch Gitarre und Keyboard spiele. Da habe ich gedacht, okay, passt das super. Und ja, hier ist, wie ich schon gesagt habe, der Stuhl, wo ich dann meine Sachen für den nächsten Morgen auslege oder überhaupt so meine Sachen. Dann kommen wir zu diesem Sideboard. Hier unten seht ihr die Guido Maria Kretschmer Tasche. Dann habe ich da unten einfach nur eine Muschel hingelegt und das ist so ein Raumduftglas, wie auch immer man das sagen will. Habe ich noch nicht aufgemacht, weil ich finde, das sieht so schön aus. Dann habe ich hinten hier so eine Box als Herzform. Da habe ich, glaube ich, aber nichts drin. Und hier ein Kalender, damit ich weiß, welcher Tag ist, ne, falls ich es vergessen sollte. Hier haben wir die Beats Pill, da hinten meine Spardose, da kommt manchmal so Süßes rein. Da sind meine Haargummis, also alles für Haare und beziehungsweise auch Ohrringe. Das ist ein Herz mit meiner Oma und meinem Opa drin und wieder eine Muschel, die ich da hingelegt habe, beziehungsweise keine Muschelstein. Hier oben habe ich zwei Bilderrahmen hingestellt. Einmal, wie ihr sehen könnt, als iPhone gemacht mit Lamia drin und hier mit Nicola, die ich vor 2 Jahren getroffen habe bei dem Sachsen-Anhalt-Tag in Wernigerode. Ja. Und hier habe ich einfach eine kleine Tischdecke hingelegt mit diesen tollen Kerzenhaltern. Auch Kerzen sind da drin, habe ich aber noch nicht angemacht, weil ich mache hier keine Kerze an. Genau. Und das ist meine Uhr und das ist das Poster von Lamia Slimani. Und hier ist meine Schultasche. Ja, das ist eine Schultasche. Ich brauchte eine neue, weil meine alte ja kaputt war. Jetzt kommen ein paar Schubladen. Hier sind einfach nur so Krimskrams drin, wie Bilder. Da hinten zum Beispiel auch Kerze und ich weiß gar nicht, was hier noch alles so drin ist. Ja, einfach sehr kleines Krimskrams, was man so vielleicht gebrauchen könnte. Und Taschenlampe. Und hier unten sind Sonnenbrillen drin und auch Portemonnaies und Bälle. Kommen wir zu der Seite. Und zwar gibt es hier, wie ihr sehen könnt,
Bücher. Da unten sind dann meine ganzen Aufladegeräte drin und mein Kopfhörer. Da hinten ist das Nintendo mit der Verpackung. Hier ist auch nochmal kleines Krimskrams drin. Hier seht ihr ein paar Zettel. Das sind so Lieder, die ich gerne auf der Gitarre oder Keyboard spiele. Und hier unten sind meine Spiele. Ja, und jetzt zur nächsten Seite. Ich glaube, das ist am uninteressantesten. Und zwar ist hier einfach nur Kram für die Schule drin. Ja, kommen wir zu der Seite. Und zwar habe ich hier meine schöne hellblaue Couch, die ihr vielleicht schon kennt, mit meinen drei Kissen. Mein Ikea. Stubentisch oder überhaupt Tisch, genau. Dann habe ich hier meinen großen Schrank. Falls ihr mal einen Kleiderschrank-Tag sehen wollt und sehen wollt, wie gesagt, was hier drin ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da, damit ich das weiß, falls es euch interessieren sollte, was ich hier so alles drin habe. Hier hinten neben meinem Schrank ist einfach nur eine Wäschetrommel oder Wäschekorb. Noch ein Gepäckzeug. Ich weiß gerade nicht, wie man es nennt. Und hier oben seht ihr noch zwei Bilderrahmen. Da fehlt noch eins, also da will ich noch eins hinmachen, um noch andere Fotos da mitzumachen. Bin ich mit einem Kind aus der Kinderkrippe. Und hier hat meine Oma ja das für meinen 18. Geburtstag gemacht. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem Schlafzimmer. Das habe ich auch ein bisschen umdekoriert, schöner gemacht. Zu eurer linken Seite seht ihr hier oben meine Musikbox von Philips, das Album von Lamia. Mein Handy ist jetzt hier erstmal drauf, weil ich eben Musik gehört habe. Und hier ist mein Spiegel. Hier unten seht ihr meinen Kosmetikeimer, meinen schönen Hocker, den ich dann benutze, wenn ich mal mein Make-up auftragen sollte. Dann seht ihr hier meinen Nachttisch mit meiner Lampe, mit einem Bild wieder von Lamia, Slimani und mir in einem so ein iPhone-Bilderrahmen. Und meine 6. Staffel von Cares und meine Brille, die ich halt nur aufsetze, wenn nur privat und so. Auf der rechten Seite seht ihr meine Gitarre, die ich sehr gerne spiele, die ich auch für die Ausbildung brauche natürlich. Dann meine Hausschuhe aus Holland. Ja, die habe ich mal wieder rausgekramt. Die habe ich gefunden sozusagen. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt Hausschuhe habe und dass ich die noch habe. Dann ist hier wieder ein Wellenspiegel und ihr seht mich. Hey! Und jetzt kommen wir zu meinen Regalen von Ikea. Ja, hier oben könnt ihr einen Teddy sehen, den ich von meiner Mutter bekommen habe. Dient als Glücksbringer, jedenfalls für mich. Dann seht ihr hier den Original Fußball von der EM 2016. Eine Etage sozusagen tiefer seht ihr hier mein ganzes Make-up-Kram, Parfüm, meine Bürste. Da hinten auch nochmal, wie zum Beispiel hier irgendwie ein Waschgel oder hier das Babyöl, Babypflegeöl und Deo und so weiter. Und hier seht ihr meinen ersten Schminkkoffer und einfach hier so als Deko habe ich das da hingestellt, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und hier sind zwei kleine Hunde, auch als Art Glücksbringer. Nochmal eine Etage tiefer sozusagen. Seht ihr hier einfach meine ganzen Nagellacke. Das ist von Manhattan. So ein Bag oder wie auch immer man das sagen will. Hier sind auch nochmal, das könnt ihr gar nicht sehen, Parfüms drin. So ein paar Proben. Und hier seht ihr meinen zweiten Make-up-Koffer. Da ist einfach nur gemischtes Make-up sozusagen drin. Hier ist mein Wecker, wie ihr sehen könnt. Ein Bild von Lena Meyer-Landrut, als sie in Wernigerode 2013 war. Und eine Deko-Eule habe ich auch noch. Und zum vorletzten Teil, sage ich jetzt mal, könnt ihr hier sehen, hier sind auch ein paar Glücksbringer drin. Eine Uhr von meinem Opa, ein Schlüssel von meiner Oma und ja, sonst so halt kleines Zeugs. Hier sind meine Armbänder und alles drin, auch nichts gerade so interessant und ich weiß gar nicht, was hier noch alles so drin ist, Ringe und sowas. Und hier ist einfach nur, ja, auch Krimskrams drin. Hier sind ein paar Bilder drin, die ich mal ausgedruckt habe, die ich bald mal, ja, anbringen möchte. Und eine Bürste, ein Lolli und ein Herz, was eigentlich, glaube ich, in eine Blume kommt, habe ich hier auch noch drin. Hier
Hier ist einfach fürs Handy. Also hier sind meine zwei Packungen von dem iPhone 4S und von dem Samsung Galaxy A3. Hier sind Hüllen drin und Kopfhörer und so weiter. Und mein Selfie-Stick natürlich. Und hier ganz unten sind meine ganzen Taschen, die ich immer gerne benutze und mitnehme in die Stadt und so weiter. Und hier sind einfach nur ein paar Plüschtiere, die ich auch mal geschenkt bekommen habe. Wie zum Beispiel von meiner Schwester oder von meinem Papa. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum zweiten Regal. Und zwar hier oben könnt ihr sehen, da ist ein Bilderrahmen, wo Helene Fischer drin ist. Ja, ich mag Helene Fischer. Da ist eine Kiste drin, wo ein paar, sage ich jetzt mal, geheime Sachen drin sind. Wie zum Beispiel, nicht sehr geheim, für diese Kerzen die Fernbedienung. So eine LED-Kerzen oder wie man das auch nennt, die halt Licht machen. Hier ist ein Bild von mir und dem Sohn von einer Freundin. Den möchte ich euch nicht zeigen, weil ich glaube, das darf ich nicht euch zeigen, den Kleinen. Aber er ist total süß. Hier unten seht ihr noch ein paar Dinge, wie zum Beispiel unten ist mein Laptop. Hier oben sind auch nochmal Krimskrams drin mit meiner FC Bayern Mütze von meinem Opa. Hier unten auch nochmal ganz unwichtiges Zeug. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Und meine Spardose. Dann ist hier ein Radio bzw. ein Wecker mit integriertem Radio. Hier sind so meine Haarsachen drin sozusagen, Lockenstab und sowas alles. Hier seht ihr zwei Föhne und ein Glätteisen. Hier drüben, ihr könnt das eigentlich alles sehen, ne? Sind zwei Kissen und zwei Decken, falls jemand mal zum Beispiel zu Besuch kommt oder sowas oder mir ein bisschen kalt wird, dann kann ich das benutzen. Und hier unten sind einfach nur Medikamente und so, was ich alles brauche, also manchmal, nicht immer. Und meine Zahnspange und zwei solcher Trucks. Hier unten ist meine Laptoptasche und Rucksack und Reisetaschen. Und ja, das war's. Und das ist einfach mein Bett. Sehr groß, reicht für mich alleine. Und ja, da seht ihr, habe ich ein bisschen ordentlich gemacht. Noch eine zusätzliche Decke, falls wie gesagt jemand mal vorbeikommt und hier schlafen will oder wie auch immer. Und noch ein Kissen. Hier habe ich auch noch mal ein Kissen und da ist mein Reisekissen und hier mein Schlafzeug. Und hier ist mein Fenster. Ja Leute, das war's mit der Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet jetzt mal ein bisschen sehen, wie meine beiden Zimmer aussehen und wie ich es gestaltet habe. Vielleicht könnt ihr euch ein paar Ideen sozusagen einholen mit diesem Video oder konntet euch einholen, wie ihr vielleicht das nächste Mal euer Zimmer dekorieren wollt, damit euer Zimmer vielleicht ein bisschen mehr Deko-Sachen hat. Und wie gesagt, wenn ihr einen Kleiderschrank-Tag sehen wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Oder lasst einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid, wenn es euch interessiert, wie gesagt, was da alles so drin ist. In die Infobox verlinke ich noch mein letztes Video und mein erstes Q&A-Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Verpasst ihr nie wieder ein Video von mir. In die Infobox verlinke ich, wie gesagt, mein letztes Video und das erste Q&A-Video, was ich gedreht habe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch meine sozialen Netzwerke, sowie Snapchat, Instagram und Twitter und so weiter. Guckt unten in der Infobox, steht das alles, was ich noch so habe. Würde ich sagen, sehen wir uns bei eines meiner Videos unten wieder, die ich da verlinkt habe. Und am Ende verlinke ich euch natürlich noch das letzte Video. Und wenn ihr das schon gesehen habt oder nicht sehen wollt, sehen wir uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao, Leute.